Jutsu Games. Game Ops. Modus. Ja, mit diesem Intro heiße ich euch damit herzlich willkommen zu Let's Play Rustler. Das ist quasi ein Mittelalter GTA. Hat ja auch im Titel irgendwie auf Steam den Titel Grand Theft Horse. Und ja, ich würde sagen, zuerst schauen wir mal auf die Einstellungen. Texturqualität sehr hoch. Kann man das höher machen? Nee. Ist schon. FPS-Limit 60. Das ist gut. So. Dann würde ich sagen, können wir auch ein neues Spiel starten. Wir machen natürlich Mittel. Wähle den Steuerungsmodus aus. Bildschirmorientiert. Empfohlen. Oder mausorientiert. Den Steuerungsmodus kannst du in den Optionen enden. Ja, dann würde ich sagen, damit. Pferde können unterschiedliche Geschwindigkeit, Ausdauer, Beschleunigung und Gesundheitspunkte haben. Ja, komm. Und hängt da jemand einfach. Jutsu Games stellt vor. Hängt eine Sau noch ein Pimmel hingemalt. Rustler. If there was a lowborn guy named Guy and he would be the toughest medieval motherfucker making trouble with his homie buddy, would you want to hear a story? Or just kick some ass, yo. His head is bald, eyes are red. Was ist mit dem Spiel los? Very hard of gold, he never speaks a lot to others, always weighing his words, and he doesn't give a shit. He's quick to kick you to the curb. Horse, alles klar. Making his own presence, but it might go. Ist das Eminem, dat da gerappt wird, der Text? Hört sich, der Text hört sich an, so als wäre das von Eminem irgendwie ein Cover. Mit dir kann man Pferde stehlen. Okay. Oh Herr, mein Schädel dröhnt wie Sau. Ich habe scheinbar zu viel gefeiert. Nur ruhig, du schaffst das schon. Langsam nach vorne. Rechts, links, rechts, links. Mit dir kann man Pferde stehlen. Lerne wieder zu gehen, zum Beispiel mit Hilfe von WASD. Eigentlich könnte ich jetzt einen kurzen gebrauchen. Na gut, einen Schluck. Oder auch fünf. Scheiße, was ist das so laut hier? Ah? Hebe die Flasche auf. Was für eine Flasche? Ah, mit der Maus kann ich so gucken. Das ist aber interessant. So. Nee.
Stock wurde zumindest zugefügt, okay. Ah. Hey, du Drecksarsch. Glaubst du, dass das Werfen von Kühen auf das Dach lustig ist? Gleich wird dir das Lachen vergehen. Was für eine Kuh habe ich auf dem Dach geworfen? Du hast keine Ahnung, wie laut du dir gerade dein Todesurteil unterzeichnet hast. Oh. Schlage den Bauernkumpel zusammen mit linke Maustaste, um einen Schlag auszuführen. Schläge des Gegners zu blockieren. Oh. Drücke rechte Maustaste und kurz vor dem Schlag des Gegners, um ihn zu parieren. Drücke rechte Maustaste. Ja, okay. Halte linke Maustaste gedrückt, um einen stärkeren Angriff auszuführen. Okay, okay, es tut mir leid. Eigentlich sieht die Kuh ja recht zufrieden aus. Verdammt, ich verspäte mich zum Treffen mit dem Chef. Drücke F, um auf das Pferd zu steigen oder Respekt zu zollen. Wo ist denn das Pferd? Da hinten zeigt der Pfeil hin. Ah, hier haben wir ein Pferd. Und mit F. Wähle deinen Reitmodus aus. Bildschirmorientiert in Richtung des Pferdes ist das empfohlen und oder mausorientiert. Wir bleiben bei dem. 0815 Pferd. Geil. Was stand da jetzt? Reite zum Treffpunkt. Drücke M, um die Karte anzuzeigen. Okay, wir sind hier. Und wir müssen dahin wahrscheinlich. Was ist das? Ach, das ist Pippa Horse. Okay. Questziel. Okay. Nice. Ich will erstmal zu Pimper Horse. Warum höre ich jetzt kein Getrappe mehr? Ah. Hier, Pimper Horse. Jetzt haben wir ein weißes Pferd. Nice. Jetzt haben wir ein braunes. Wieder ein weißes. Nice, wir können. Pferdeparkplätze, nice. Eben das Spiel ist schon geil. Bridge. Na, ich finde das doof, dass man jetzt schwer oder so unser Getrappe hier hört. So. Da sind noch mehr Parkplätze. Hier gibt es auch noch einen Parkplatz. Ja, aber... Oh, was haben wir denn da? Stellt 30 Lebenspunkte wieder her. Schild wurde zu meinem Teil hinzugefügt. Nice, jetzt haben wir ein Schild. So. 0815 Pferd. So. Hä? Night Shit in Armor Pants. No Grail hier. Shit. Gibt's hier Graffitis? Hm, 4 Meter, okay. So, wo müssen wir hin? Wir sind jetzt in der Stadt. Arrows. Ah, hier können wir Waffen holen. Rich geht da lang. Ah, hier müssen wir hin. Dann steigen wir hier mal aus. Und gehen hier rein.
Geil, du verdammter Bewaffneter. Du bist zu spät. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Persönliche Probleme auf dem Weg. Klar, wahrscheinlich mit der fetten vertikalen Haltung. Buddy ist auch verkatert. Ich habe keine Zeit, um mich mit eurem Scheiß zu beschäftigen. Konzentriere dich. Im nahegelegenen Gasthaus verwaltet zurzeit ein Ritter. Ich möchte, dass du sein Pferd stiehlst. Nimm es, lass es neu lackieren im Pimp My Horse und bring es zu Buddy Schuppen. Klaue das Pferd des Ritters. Nice. So. Dann würde ich sagen, unser Pferd lassen wir da. Und klauen das Pferd. So, wo müssen... Moment. Ach, wir müssen raus. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen unser Pferd hier mal. So. Und reiten los. Aua. Oh, das war knapp. Ich will keinen Scheiß mit den Gesetzeshütern haben. So, dann würde ich sagen, wir parken hier. Und klauen das Pferd. Ey, lass das! Das ist mein Pferd, du Trottel! Nicht mehr! Halte links, linke Shift-Taste gedrückt, um zu galoppieren. Oh, oh. Jetzt haben wir eine Fahndung. Du. Nein! Ah! Schnell wieder aufs Pferd. Oh. Hengst. Hier müssen wir hin. So, und das Pimp My Horse. Wow, ihr seid aber schnell. Ich habe doch gesagt, dass sie zufrieden sein werden. Der Herr möchte die Wachen abschütteln. Der Herr kommt zu uns. Ein wenig Farbe und das Problem ist außer Welt. Und Fahndung ist vorbei. Fahndung ist einfach vorbei. Die waren direkt hinter mir. Haben noch gesehen, wie ich da reingegangen bin. Mein Pferd umlackiert habe. Und ja, und haben einfach aufgehört. Ah, hier muss ich hin. Ups. So, und drinnen. Oh, wen sehe ich denn da? Der betrunkene Meister höchstpersönlich. Perfekte Scheiße, schrei nicht so rum. Immer noch verkatert? Mir hat eine ordentliche Portion Honig geholfen. So oder so, lass uns über das Pferd sprechen, welches du mir geliefert hast. Schau, was ich in seinen Satteltaschen gefunden habe. Siehst du das? Das ist eine Einladung zum großen Turnier. Sehen tue ich schon, ich kann nur nicht lesen. Naja, du musst ja nicht lesen können, um zu verstehen, dass man bei diesem Turnier ein halbes Königreich gewinnen kann. Und die Hand der reizvollen Prinzessin obendrauf. Ey, das ist sowieso nur was für schwanzlosen Neunmal-Kluge. Schau uns mal an, wir sind nicht von Adel. Es sei denn, ich habe eine Idee. Lass uns morgen treffen und die Sache besprechen. Geh nach Hause, um das Spiel zu speichern. So, okay. Wo ist überhaupt jetzt unser Pferd? Egal, ich wohne ja gleich hier um die Ecke. Halt an, du dämlicher Idiot. Bist saufen gegangen, als ob der König es persönlich Geburtstag hätte, was? Du kommst zurück und denkst, dass du einfach so schlafen gehen kannst? Das Feld wird sich selbst nicht pflügen. Mensch, Mama, nicht zu laut. Steige auf den Wagen mit dem Pflug. Oh. Okay, hier haben wir den Pflug. F, genau. Drücke E, um mit dem Pflügen zu beginnen. Ah. Das war's? Ah. Ah.
Muss nur einmal drücken, nicht gedrückt halten. Okay. Mhm. 27% Fortschritt beim Flügen. 40%? Poliergold erhalten, nice. Okay, scheiß drauf, das passt schon. Okay, gut. So, dann geh nach Hause, um das Spiel zu speichern. Diesmal ist das ernst gemeint. Errungenschaft freigeschalten. Gelber Ziegelsteinweg. Quest abgeschlossen. Nice. Kaum das Fähigkeitenmenü zu öffnen. Wir haben Fähigkeiten. Hm. Kampf. Distanz. Reiten. Sozial. Fähigkeiten zurücksetzen. 100 Gold. Verfügbar 4. Upgrade 2. Wie macht man das? Ah, ich muss so machen, okay. Hm. So, Distanz, Bolzenschleuder, Pferdebefreiung, nächstes Level, Geig kann vom Pferd aus Gegenstände sammeln. Dafür 8 brauchen wir, okay. So. Groupie, nächstes Level, Anstellung eines Baden ist um 33% günstiger. Okay, was haben wir hier? Sekretariat, nächstes Level. Die Ausdauer des Pferds wird um 10% schneller regeneriert. Scheiße in Bewegung, nächstes Level. Würfel mit Scheißhaufen verlangsamen den Gegner um 10%. Guy lädt die Armbrust um 10% schneller nach. Was haben wir hier? Guy verbraucht beim Rennen und Kämpfen um 5% weniger Ausdauer. Volles Fund aufs Maul. Der maximale Schaden wird um 5% vergrößert. Ah, ich glaube, wir nehmen das. So, dann wieder Spiel aufnehmen. So. Was ist das Blaue hier? Der blaue Pfeil. Neue Nebenquest, neue Hauptquest. Pimper Horse, mittelalterliche Kampfkunst, Speicherpunkt. Pferderin. Gibt's, es gibt jetzt Pferderin? Was wird das? Geil! Mit Tab kann man. Das macht man mit Tab. Nice! Okay. Wir machen aber erst einmal hier die Hauptquest. Rittersaison. Geil, was würdest du sagen, wenn es möglich wäre, dass du im Turnier teilnimmst? Du hörst dich an wie ein Händler, und zwar ein schlechter Händler. Hör mal, wenn es nach mir geht, dann hast du die dicksten Eier im ganzen Königreich. Wer, wenn nicht du, schafft es mit irgendwelchen Ritterleien fertig zu werden? Ich beende gerade den Plan. Aber Schritt nach dem anderen, verschwinde jetzt, der Chef hat dich gesucht. Es scheint dringend zu sein. Lass uns später an der Brücke treffen und nimm eine Fackel mit. Es ist heute irgendwie verdammt dunkel. Hm. Linke Steuerungstaste, um die Waffe zu wechseln. Ah, Fackel. Reite zu Herb. Dazu brauchen wir erstmal wieder ein Pferd. Was hat der? Du bist zu arm, Süßer. Oh, schade. Jetzt brauche ich aber... Ah, hier haben wir ein Pferd. Den klauen wir jetzt mal. 0815 Pferd. So. Aber dafür, dass wir den jetzt mitgenommen haben, gibt es keinen Ärger. So, Pimper Horse, komm, den lackieren wir nochmal um. Hey, was soll das mit dem Pferd? Komm zurück, wenn du Geld hast. Ah. Okay, vorher war das irgendwie kostenlos oder so? Es gibt Arbeit.
Ich möchte, dass du dich von einem weiteren Ritter kümmerst. Soweit ich weiß, rastet er im nahegelegenen Wald. Entferne ihn. Was soll das? Jagst du so auf Ritter? Kümmere dich um deinen Kram, Guy. Nimm das hier, du wirst etwas mehr brauchen als nur deine Fäuste. Nice. Halte rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Na? So, und? Na? Und so? Und Glückwunsch, du hast die Puppen getötet. Nun ist der Ritter dran. Meine Leute haben bereits einen Wagen für die Leiche herbereitgestellt. Sie stehen unweit des Lagers. Transportiere den Leichnam zum Totengräber, wenn du fertig bist. Okay. Aber hier steht noch eine Armbrust. 3 Munition für Armbrustbolzen erhalten. Nice. So. Dann ab wieder aufs Pferd. 0815 Pferd. Und schauen wir mal, wo der ist. Der ist hier vorne. Okay. Das heißt, geradeaus, rechts, dann links und dann sind wir auch schon fast da. Hey, rammt er mich hier? So. Oh, was haben wir denn da? Hier haben wir jetzt ein Schwert. Schwert wurde zu meinem Teil hinzugefügt. Okay. Ah, wir können jetzt erstmal nicht wechseln. So, dann steigen wir wieder auf. Oder gibt's hier? Nee. Okay, das muss er sein. Ey, ihr da, haut ab. Oh, ich will doch nur die Munition hier. Ich warne dich, keinen Schritt weiter. Was zum, was hat mein Schildknappe verbrochen? Oh, das war der Schildknappe? Wenn ich das tröte, das solltest eigentlich du sein. Oh oh. Eine Munition für Armbrustbolzen. Nein. Aua! Ah. Oh, was haben wir hier? 19 Poliergold erhalten. Nein. Beeil dich, Guy! Oh. Nein. Wo ist er jetzt? Da. Okay, Schild ist down. Weg. Und, ja. Okay, dann brauche ich einen Wagen für die Leiche. So. Ich glaube, befindet sich bereits im Inventar. Oh. Kann ich die Waffe auch irgendwie wieder zurück ins Inventar setzen, oder? So, da vorne haben wir einen Wagen. Okay. Und draufsteigen.
Lade gleich des Ritters auf den Wagen. Überfahre ihn einfach nur zu. Ah, okay. Einfach die Leiche überfahren. Na, dann auch zum Toten. Der Totengräber. Okay. Aber ich würde die Munition da vorne mal mitnehmen. Jo. So. Und drauf. So. Schauen wir mal nochmal auf die Map. Da müssen wir hin. Da haben wir einen Holzfäller mitten in der Nacht. Aus dem Weg. So, da runter. Okay. Und dann hier nach rechts. Oh, da vorne ist. Da warte mal, wir gehen hier einfach durch. So. Nun eine erstklassige Leiche. Immer noch so frisch. Immer noch so tot. Was machen wir? Begraben und vergessen, wie immer? Und keine Fragen. Klar. Und wenn du irgendwann wieder Geld brauchst, dann spring auf den Wagen auf und liefere mir ein paar neue Leichen. Was? Quest abgeschlossen. Upgrade verfügbar. Nice. Was können wir uns holen? 4 haben wir verfügbar. Vergrößert die maximale Gesundheit um 10. Ja, komm, wir nehmen das hier. So, und wieder zurück ins Spiel. So, aber wir brauchen langsam ein bisschen was zu fressen. Oder so, wir müssen Leben aufladen. Wir sind gleich tot. Irgendwann. Jetzt will ich wissen, kann man hier irgendwo sein Leben einfach so wieder aufladen gehen? Würde mich schon interessieren. Was ist das? Ach, da fliegt nur irgend so ein Blatt. Warte, was haben wir denn da? Okay, auf der Karte ist dann nicht markiert. Drücke um, da, um mit dem Mordgaudi zu beginnen. Nee, den wollen wir jetzt nicht. Können wir später mal machen, ausprobieren. Hier kommen wir nicht rein. Irgendwo müssen wir doch was finden, um unser Leben wieder aufzuladen. Was ist das? Du hast einen Notizen gefunden. Sammle noch mehr davon, um extra Skillpunkte zu erhalten und neue Errungenschaften freizuschalten. Ein von 9 Notizen gesammelt, sammle noch 2, um Geist und Musiktalent zu verbessern. Ah, nice. Oh, das muss ich jetzt ausprobieren. Gesundheit. So. Da läuft eine Wache. Oder reitet eine Wache. Aber gibt es hier irgendwas, wo ich mein Leben aufladen kann?
Ja, okay, du lad erstmal die Armbrust wieder auf. Hier fährt einer mit einer Leiche. Gesundheit. Oh, warte, warte. Der scheint Plus zu haben. So, den klauen wir jetzt. Hey! Hier geblieben! Hier geblieben! Und okay, dann nicht. Oh, jetzt steht er mir im Weg. Was ist hier? Was ist das denn? Du wirst zurzeit nicht gesucht. Ah, und hier haben wir einen Brunnen. Dum, dum. Dum, 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 dum. Eine Mission für Kacke erhalten. Was? Eine Munition für Kacke? Jo, hier gibt's wieder Kuchen. Nice. So, dann schauen wir mal, wo geht's nach Hause? Da. Was ist das denn? Können wir noch mehr Immobilien holen hier? Vielleicht können wir zu Hause hier Leben wieder aufladen. Was ich komisch finde, ist, ich kann gerade irgendwie nicht Waffen wechseln. Aber ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal. So. Komm, dann hier. Okay, hat nur gespeichert, aber Leben ist jetzt nicht aufgeladen. So. Dann stelle ich jetzt mir nur die Frage. Wie lade ich jetzt noch mein Leben wieder auf? Oder was ist das? Nein, nicht wieder Mordscouty. Habe ich jetzt auch keine Lust. Haben wir mal eben Pferd. Läufer. Gesundheit. Habe ich den umgerannt? So.
Irgendwie müssen wir doch noch hier unser Leben wieder aufladen. Oh, verdammt. Verdammt, jetzt sind wir in der Stadt. Das war jetzt genial. Oh nein! Lasst mich in Ruhe! Ah. Fahndung ist wieder weg. Ah. Naja, egal. From a baboon's ball.